Herzlich willkommen zum zweiten Part von Immortal. Fangen wir direkt an. Wir sind hier stehen geblieben in diesem tollen Raum mit dieser wundervollen Kiste, die wir noch nicht öffnen konnten. Da sie ist noch immer verschwunden, gucken wir einfach mal, wo wir hier weiterkommen. Die Tür geht nicht auf. Vielleicht können wir die aufstoßen. Sag was zu den Bildern. Blumen, das Porträt einer Frau. Was haben wir denn überhaupt hier drin? Nichts Notwendiges. Ist schon mal gut. Die Tür ist versperrt. Hört vielleicht hoch? Nein. Natürlich nicht. Die Tür ist versperrt. Und Darcy ist immer noch nicht wieder da. Müssen wir ja eigentlich nach unten, nehme ich an. Hier der Piano-Raum. Hier war aber nichts weiter. Okay. Waren das die Alkoholflaschen? Achso, nee, das war hier. Hier war das, ne? Habe ich das umgeschmissen? Tollpatschig, wie immer. Das war's, mir sagst du nicht. Nee. Das heißt ja, hier wird es irgendwo weitergehen. Hoffentlich. Vielleicht hier rechts irgendwo. Ich wette, diese komischen Knochen werden sich auch noch bewegen. Hätte ich 100 Pro. Vielleicht geht's ja hier jetzt irgendwo weiter. Ja, hier waren wir schon. Das war, glaube ich, der erste Raum, den wir hier erkundet hatten. Wenn ich mich. Waren hier schon immer so viele. Nein. Nein, hier waren auch noch nicht. Oder? Natürlich super, wenn man hier so rumgucken muss. Wir sollen mehr untersuchen. Kommen wir jetzt vielleicht hoch? Nein. Selbstverständlich nicht. Achso, das war der. Steht hier. Moment. Die Mai sagt bloß, es wäre von ihrem wunderschönsten Tag, als sie hier angefangen hat. Da komme ich früh drauf. Fünfzehnter Vierter. Ja. Ein Schlüssel in der Kiste. Den Bedienstetenraumschlüssel. Aber wo ist der? Mal speichern. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge erwähnt habe, im letzten Part, aber das Spiel hier soll um die 7 Endings haben. War eine Figur. Sieht aus wie Scherben von einem Spiegel. Da ist ein Loch im. Da ist ein Schlüssel im Loch. Den Room Key erhalten. Ist hier sonst irgendwas? Nichts von Interesse. Nichts von Interesse. Verschiedene Bücher. Ist da vielleicht noch was? Nein. Dann begeben wir uns einfach weiter auf die Suche. Ich muss mir merken, oh mein Gott, man hier irgendwas aufmacht. Nein, okay. Das heißt, hier ist erstmal alles uninteressant. Da war die Kiste, da waren wir gerade. Heißt, jetzt kommen wir bestimmt rechts rein. Waren wir da drinnen? Konnte man da rein? Nein, sie ist aber versperrt.
Da waren wir drin, oder? Jetzt weiter. Da waren Da können wir nicht rein. Hier war nur der Sonnenraum. Deswegen sagt er hier jetzt was irgendwas. Nö. Möchte immer noch nicht über Knochen reden. So, der Pussy. Rumlaufen ist Spaß. So viel Spaß. Jetzt sind weiter. Ich möchte jetzt nicht nur die ganze Folge hier irgendwo rumlaufen. Jetzt hoch. Jetzt können wir hoch. Gut. Room Key benutzt. Oder ist ein Teddybär? Ich wette, der ist böse. Eine Kinderzeichnung liegt auf dem Boden. Nur ein paar Steine. Bär. Da ist eine lange Metallstange drin. Ja, komm. Ein Kind? In einem Ort wie diesen? Was tust du hier? Ich habe meinen Freund verloren. Ich suche sie schon seit einer wirklich langen Zeit, aber ich kann sie nicht finden. Er hat mir meine Frage nicht beantwortet, was das hier überhaupt macht. Naja, du kannst mit uns mitkommen und wir könnten dir helfen, nach ihr Ausschau zu halten. Wirklich? Ist das für dich in Ordnung, Nikolas? Hä? Ja, sicher. Nun, wie heißt du? Phoebe. Phoebe. Phoebe, ich nenne ihn oder sie Phoebe. Schön, dich zu treffen, Phoebe. Nun, lass uns noch deinen Freund suchen. Okay. Und raus hier. So, wie ist der Name von deinem Freund, den du suchst? Ihr Name ist Maeve. Was sind denn das für ein Name? Nun, ich bin mir sicher, wir finden sie. Ja. War ich dazu komisch. Sondern es ist nur wegen dem Fenster, okay. Tür ist versperrt. Können wir überhaupt nicht öffnen. Spiegel. Ein Spiegel an der Wand. Okay. Tür ist versperrt. Dann gucken wir mal, wo es weitergeht. Kann man keine Ahnung schauen. Dann die Tür ist versperrt. Wir hier, dann sind wir. Okay. Versperrt. Die kriegen wir überhaupt nicht auf. Die Tür auch nicht. Die ist versperrt. Die kriegen wir überhaupt nicht auf und die ist versperrt. Super. Ist hier nichts. Ja, vielleicht ist das ja da und hat die Maeve gefunden. Anscheinend nicht. Versperrt? Oh nein, warum ist denn alles versperrt? Vielleicht im Sonnenkorn, keine Ahnung. Das klingt für mich irgendwie logisch. Ich würde da hingehen. So schönes Wasser plätschern und so. Aber hier ist nichts. Nichts von Interesse. Ich muss jetzt nicht wirklich wieder jeden Raum absuchen, oder? Nein. Vielleicht wolltest du dich betrinken. Nein, okay. Betrinken wollte sich die Kleine auch nicht.
hast du ja Hunger. Sitzt hier ganz gemütlich. Natürlich nicht. Ich hätte mich da auch nicht hingesetzt. Dann bleibt ja jetzt nur noch die Seite hier. Gibt's da niemand? Nee, den Teddybär meint er nicht, oder? Der ist ja schon so lange hier und hat denen den Namen gegeben. Oder hier. Hier hat sich doch irgendjemand. Ja. Ja. Die Metallstange ist zerbrochen. Macht nichts. Hey, sieh dir das an. Oh, eine Uhr. Eine Uhr. Was ist damit? Das ist nur eine Uhr. Ich weiß, aber. Dann guck dir all diese integrierten Details an. Magst du Uhren, Phoebe? Ja. Ich mag sie, weil sie dich wissen lassen, dass das Leben noch weiter vorangeht. Das ist tiefgründig. Ja, ja, so sind Uhren. Eine kaputte Uhr. Gemälde einer Flower, einer Blume. Verschiedene Bücher. Da ist eine Notiz versteckt. Cool. Das ist mein erster Job heute Nacht. Vater sagt, es wird Zeit, dass ich endlich anfange, für unseren Gott zu arbeiten. Aber ich kann nicht anders außer mich fragen, warum? Wieso würde unser Gott sich so sehr dafür interessieren, was wir so tun? Warum würde er den einen Tag so traurig aussehen und den anderen wieder so fröhlich? Warum würde... Nein, nein, Vater hat recht. Gedanken wie diese lassen uns einfach dahin raten. Wir tun das für ihn. Unseren Schutzengel, der uns so lange verstanden hat, seit wirklich langer Zeit. Ich möchte nicht gegen seine Freundlichkeit vorgehen. Es sind eh nur ein paar wenige Leute. Der würde sie schon vermissen. Was? Tja, heute die Notiz haben wir jetzt gar nicht mitgenommen. Egal. Ist ein Schlüssel. Nehmen wir uns. Der einzige Weg, um einen Schlüssel zu bekommen. Eine Scherbe hat meine Hand getroffen. Wirst du in Ordnung sein? Ich denke, ich habe ein wenig Kleidung in meinem Rucksack. Mir geht's gut. Ich bin immer so lächerlich, wenn es darum geht, irgendwelche Dinge zu erfüllen. Da ist jetzt ein Schlüssel zwischen den Glasscherben. Den Gästeraum-Key bekommen. Was hier noch lesen? Paramemos. Ich wurde von Rachel getrennt. Wir Kunden. Und der kleine Satansbraten sagte irgendwas. Ja. Es ist schwer, jetzt gerade zu atmen. Aber ich finde es schwerer, gerade zu schreiben. Rachel, bitte. Und bitte sei sicher. Der Rest der Notizen ist nicht mehr lesbar. Scribbled Notes, dahingeschriebene Notizen bekommen. Guest Room Key. Oh. Phoebe. Siram. Ist jetzt hier ran. Phoebe, ich habe nach dir und Maive für eine lange Zeit lang gesucht. Du hast nach uns gesucht? Hast du Maive gesehen? Nee, ich habe sie noch nicht gefunden, aber ich verspreche, ich werde sie finden. Phoebe, kennst du diesen Mann? Ja, ich kenne ihn. Wie viele Kinder sind hier eigentlich an diesem Ort? Leben die nicht weit weg von hier und kommen hier zum Spielen an diesem Ort? Nun, Siran, willst du mit uns kommen und wir versuchen, Maive zusammenzufinden? Ja, das würde ich echt gerne tun. Scheint ja nicht so begeistert zu sein. Ich schlage vor, wir teilen uns auf und suchen die Stockwerke ab,
und gucken, ob wir Maeve finden können. Ich denke, das ist keine gute Idee. Aber denk darüber nach. Wir würden viel mehr Gegend erkunden und hätten eine bessere Chance, sie zu finden. Ja, aber dann ist ja entschieden. Aber ich. Kein Sinn zu diskutieren. Seine Idee ist gesetzt. Weil. Wie schlagst du vor, teilen wir uns auf? Phoebe, willst du vielleicht mit mir gehen? Nee, danke. Oh, ist dem so? Für der Psycho. Nun, wie ist es mit dir? Hä? Sicher, denke ich. Super. Nun, dann sieht es aus, als würdest du mit mir gehen, Phoebe. Die zwei von uns werden das Erdgeschoss untersuchen. Und wir sollten die oberen Stockwerke absuchen. Ich möchte nicht mit dem gehen. Ist so ein Psycho. Siran, was ist los? Oh mein Gott, nein! Siran? Was du? Warum hast du diese Nadel? Was? Was hast du getan? Ah. Das ist einer weniger. Zwei mehr. Fehlen noch. Hahaha. Ich frage mich, wo Maeve sein könnte. Wir müssen zurück, jetzt sofort. Was ist los? Wir müssen sofort zu Nicolas. Sofort. Siran, er wird Nicolas töten. Was? Warte. Nicholas! 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 Rede mit mir! Es sieht so aus, als würde er mit irgendeiner medizinischen Nadel gestochen worden sein. Vielleicht wurde er vergiftet. Es sieht aus, als hätte er eine Menge Schmerzen. Atme noch lauter. Nicholas? Das kann ich leider nicht übersetzen. Aber zu dieser Zeit wird er in irgendwas gehen. Ich muss irgendwas dagegen tun. Oh. Oh. 2 Minuten. Oh nein. Hilf mir. Bist du in Ordnung? Was? Ich hab's nicht gelesen. Anti-Lapid-Deko. Okay, was? Woher weißt du das? Er braucht es einfach. Downstairs, okay. Ich weiß, irgendwo standen frische Medizinflaschen irgendwo rum. Muss mir jetzt nur den Weg merken. Okay. Alles. Nein, da drüben ist der Weinkeller. Was das Alkohol? Das, was jetzt hier ist. Hier ist es. Ja, genau, er braucht das. Ah, hier ist es. Aber warum sind diese Flaschen so frisch? Ah, egal. Ich muss zu Niklas zurück. Niklas. Hier, das sollte helfen. Sein Atem beruhigt sich so allmählich. Gott sei Dank. Puh, ich hab's geschafft. Nikolas, willst du irgendwo hinkommen? Er kommt niemals mit. Warum laden wir ihn überhaupt ein? Warum fragen wir ihn überhaupt noch? Er sagt doch immer nein. Nein, ich möchte gerne, aber. Er will jemanden wie ihn um uns, also um sich herum haben. Er ist doch nur ein komischer Typ. Er geht nur arbeiten und geht dann nach Hause. Holy, was für eine Verschwendung des Lebens. Eine Last. Wie erbärmlich. Nein. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Hä? Dieser Traum immer wieder. Nicholas. Autsch. Just, also, ganz langsam mit den Fäden. Ah, mein Kopf schmerzt so sehr. Erinnerst du dich, was passiert ist?
Ja, dieses verfluchte Kind hat einfach entschlossen, mich einfach niederzustechen. Ich habe die beiden nicht gefunden. Phoebe hat mich davor gewarnt, dass Ciaran dich töten möchte. Oder es versucht, dich zu töten. Ich habe es zuerst selbst nicht geglaubt. Aber wir haben dich direkt in dem Flur da gefunden. Ich habe gemerkt, dass du erstochen wurdest bei irgendwas und habe dich hierher gebracht. Kurz nachdem ich dich hierher gebracht habe, hast du angefangen, schwer zu atmen. Und ich wollte irgendwas machen, was auch vorhin schon machen wollte, aber was ich nicht übersetzen konnte. Phoebe war derjenige, der mir erzählt hat, dass ich dieses Antilapidico benötige. Die Flasche sagt, es ist ein Anti, also ein Gegengift gegen Schlangengift. Nachdem ich dir eine Dosis verabreicht habe, hat sich deine Vitalität angefangen wieder zu verbessern. Ich bin froh, dass es dir wieder gut geht. Du bist durch all das durchgegangen? Tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, wie ich dir da. Woher weißt du, dass er mich töten wollte? Und woher wusstest du, wie man mich retten könnte? Weil Sira mich getötet hat. Was? Er vergiftete mich auf die gleiche Art und Weise. Ich konnte es nicht erneut zulassen. Wir sind mit einem Geist herumgereist die ganze Zeit. Ist er ein Geist, Siran? Ja. Wieso? Ganz kurz, bitte. Wieso? Wieso versucht er mich zu töten? Verdammt. Niklas, jetzt beruhig dich. Ich glaub's einfach nicht. Das kann doch nicht richtig sein. Geister sind nicht real. Du kannst gar nicht existieren. Wieso? Wieso denn nicht? Wieso denn mich töten? Nun, erzähl doch mal. Niklas, ich kann verstehen, dass du jetzt gerade in Rage bist, aber du verängstigst sie. Ich dachte, Phoebe wäre ein Kerl. Okay. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich dich aufgeregt habe, Nikolas. Es tut mir leid. Oh mein Gott, was habe ich? Ah. Phoebe. Stört es dich, wenn ich für einen Moment mit Nikolas rede? Nee, schon in Ordnung. Komm, mit mir. So komisch gesagt, warum? Nicht, dass er mich auch noch töten möchte. Wir sind alleine jetzt. Möchtest du mir erzählen, was dich beunruhigt? Was ist los? Du willst, dass ich glaube, dass das ein Geist ist? Bist du verrückt? Das ist nicht, was ich meinte. Mich juckt es nicht, was sie ist. Irgendwas beunruhigt dich doch, seitdem wir hier sind. Was ist es? Du leidest an Depressionen, richtig? Ich leide auch an Depressionen. Das hat meine Familie, nee, jeder meiner Familie hat es. Und ich werde nicht lügen. Seitdem ich dich getroffen habe, erinnerst du dich an mich, erinnerst, ja, du, mich an dich. Was? Nein. Egal. Ich bin durch einige dunkle Wege gegangen und ich hoffe, sie werden sich niemals wiederholen. Ich versuche nicht, das runterzuspielen, durch was du gerade durchgehst, aber ich möchte sagen, dass du nicht alleine bist. So, seit wann leidest du daran? Schon so lange, ich weiß gar nicht mehr, wie lange. Ich bin mit dir. Hör zu, ich weiß, durch was du durchgehst, aber du musst nicht mit Phoebe klarkommen. So, was ist denn, wenn sie ein Geist ist? Trotzdem versucht sie doch, uns zu helfen. Sie hat außerdem versucht, über Siren vorzuwarnen.
Und als sie gelernt hat, dass sie zu langsam war, hat sie versucht vorzubeugen, dass du an demselben Schicksal erleidest. So bitte geh und entschuldige dich, Nikolas. Achso, das sagt er. Ja. Bevor du das tust, komm her. Okay. Wieso? Ich glaube, das ist immer noch nicht versorgt, wo die Glasscheren deine Hand verletzt haben. Es blutet immer noch ein wenig. Oh, ja. Nachdem all das passiert ist, habe ich ganz vergessen, dass das passiert ist. Nun, wir haben dein Leben gerettet. Wir können jetzt nicht zulassen, dass du aufgrund von Tetanus stirbst, oder? Sag doch nicht sowas. Das würde ein schrecklicher Weg sein. Und sterben wegen Vergiftung nicht? Ich denke, ich möchte sowieso nicht hier sterben. Naja, ich hab's gehört. Irgendwas anderes da. Nun, dir wird's gut gehen. Danke. Da ist es wirklich nicht nötig, das zu tun. Kein Problem. Jetzt geh aber dich bei Phoebe entschuldigen. Ja, ich habe mich wirklich von meiner Rage einnehmen lassen. Sorry dafür. Nur kein Schweiß, jetzt geh einfach rein da. Okay. Ich würde die Folge gerne mal beenden. Phoebe, Niklas würde dir gerne etwas sagen. Phoebe, es tut mir wirklich leid, dich so angegangen zu haben. Bitte vergib mir. Es ist in Ordnung. Du warst doch nur verängstigt. Bin ich wirklich so einfach zu lesen? Wie ein Buch. Ja, ich denke, das bin ich wohl. Nun gut, ich denke, wir sollten nun raus hier. Niklas, wird es in Ordnung sein, wenn du weiterreist? Ja, ich denke, ich werde in Ordnung sein. Phoebe, ist da ein Grund, warum Siran mich attackiert hat? Na gut, ich werde nicht nochmal fragen, okay? Hey, willst du immer noch nach Maeve suchen? Okay. Gut. Ups. Ja, passt schon. An dieser Stelle, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.